Oh, guten Tag, Herr Frankenfeld. Guten Tag. Wir wollen gleich noch einen Brief schreiben. Telegramm ist gekommen, noch von hier, das... Freue mich wie nie, dass ich trotz Vertrag für Baden-Baden zu dir in deine Bastelstunde kommen kann. Ob er Dialekte gesprochen hat, ob er Sketche geschrieben hat, ob er Soli entworfen hat, Spiele entworfen hat, Konferenzen geschrieben, Theater gespielt, er war ein Allround-Genie. Nur Tricks und nur Gags, nur Blödsinn. Er hat den ganzen Tag nur studiert, nur Blödsinn. Peter Frankenfeld. Sein Stil war einfach, direkt, klar, amerikanisch. In den 50er Jahren eine Revolution in der Fernsehunterhaltung. Er war der erste Showmaster und wurde zum ersten Superstar des bundesdeutschen Fernsehens. Das ist vielleicht ein bisschen eigenartig ausgedrückt, aber es war für mich eine Lichtgestalt. Er war so einzigartig, es hat nie wieder ein Entertainer in Deutschland so viel gekonnt wie er. Als Kind wollte Peter Frankenfeld zum Zirkus. Er war von der Zirkuswelt fasziniert. Sein Leben lang zog es ihn zurück in die Manege. Ich glaube, dass ein unvergleichliches Programm vor Ihnen liegt, zu dem ich herzlich einlade. Und es wird auch, und deshalb habe ich diesen Auftritt gewagt, einen zirzensischen Einschlag behalten. Hören Sie selbst. Na? Und dabei habe ich mir erst dreimal auf den Kopf gehauen. Das muss 1970 rum gewesen sein, dass nicht weit von hier ein kleiner Zirkus gastierte, ein winziger kleiner Zirkus. Und wir sind dort hingegangen, er wollte das gerne sehen. Wir haben uns die Vorstellung angeguckt, es war im Grunde eine ziemlich armselige Geschichte. Also da wurden ein paar Ponys rumgeführt und ein Clown und was man von diesen ganz kleinen Firmen eben kennt. Mein Vater hat sich das angeguckt, er saß in der ersten Reihe, in der Ehrenloge, er hat geklatscht alles. Dann gingen wir zusammen raus und wir gingen durch den Zelteingang und er hielt sich plötzlich am Zelteingang fest und fing an zu heulen, wie ein Schlosshund. Diese Zirkuswelt, diese hart arbeitenden Menschen, die nie irgendwie Reichtümer erwerben würden und trotzdem immer weitermachen, hat ihn ungeheuer berührt. In die nächste Abteilung sehen Sie nunmehr, Damen sowie Herren. Ich glaube, dass er irgendwo auch sehr zerbrechlich war. Er hat nach außen hin natürlich immer die große Eiche, nicht, die da steht. Aber ich glaube, so wie er sehr empfindsam war, so war er auch, glaube ich, konnte man ihm das Herz zerreißen. Bittere Niederlagen musste er einstecken. Aber eines hatte er von Kindheit an gelernt. Sich nicht unterkriegen zu lassen. Geboren wird Peter Frankenfeld am 31. Mai 1913 in Berlin. Noch herrscht Kaiser Wilhelm II. In Deutschland. Der Vater, ein Mechanikermeister, ist Kaiser treu und zieht begeistert in den Ersten Weltkrieg. Peter wächst ohne Vater auf. Er hängt sehr an seiner Mutter, aber die hat wenig Zeit für ihn, denn ihr Zigarrenladen nimmt sie voll in Anspruch. Wie viele Frauen in dieser Zeit ernährt sie die Familie. Sie wohnen beengt in einem kleinen Raum hinter dem Laden. Der Vater kehrt mit einer Lähmung der rechten Hand aus dem Krieg zurück. Das hindert ihn aber nicht daran, seine drei Söhne mit Schlägen zu erziehen. Dieser Vater war ein sehr kleinkarierter, muffiger, preußischer Mensch. Und ich weiß, dass am Nachmittag, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam, dass dann einer der Kinder vorgeschickt wurde, eines der Kinder, zu gucken, was für eine Laune er hat. Weil das konnte böse ins Auge gehen, wenn er keine gute Laune hatte. Peter flieht vor den Schlägen des Vaters. Wann immer er kann, ist er draußen. In den Hinterhöfen sucht er die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, die er von den Eltern nicht bekommt. Mit 5 Jahren baut er sich eine Laterna Magica, wirft die Bildergeschichten an die Hinterhofwände und kassiert pro Zuschauer 5 Pfennige. Wenig später baut sich Peter ein Kasperletheater. Die Hinterhöfe des Arbeiterviertels Friedrichshain werden zu seiner Bühne, die Kinder sein Publikum. Von den Einnahmen kauft er sich einen Zaubertrick. Zaubern wird seine Leidenschaft. In der Schule imitiert Peter die Lehrer und bringt seine Mitschüler damit zum Lachen.
Doch als er erfährt, dass er sitzen bleiben wird, hat er Angst, nach Hause zu gehen. Da lässt der 15-Jährige seinen Eltern ausrichten: Weint nicht, ich gehe in die Fremdenlegion, und verlässt, noch vor der Zeugnisausgabe, mit einem kleinen Wanderzirkus Berlin. Als Frank der Zauberer tritt er auf und verliebt sich gleich in Erika, die 14-jährige Tochter der Chefin. Aber dann verrät ihn eine Freundin seiner Mutter. Am nächsten Tag beendet der Vater mit ein paar Ohrfeigen die Zirkuskarriere seines Sohnes. Peter wird Page. Mit 16 beginnt er eine Lehre im exklusiven Hotel Adlon, bis er gefeuert wird. Er hatte an der Eisbombe für Hindenburg genascht. Er lernt Reklamemaler und wird Schaufensterdekorateur. Mit 19 hat Peter genug von den Ohrfeigen des Vaters. Er zieht in ein möbliertes Zimmer. Abend für Abend stürzt er sich ins Berliner Nachtleben und besucht die Varietés. Dort studiert er die Conferenciers und Kabarettisten. Peter Frankenfeld entdeckt, das ist seine Welt. Er will auch auf die Bühne, lernt Stepptanz, schreibt Sketche, übt mit Valeska Gerd, der berühmten Ausdruckstänzerin, die Dramaturgie eines Auftritts. Als der Leiter des bekannten Kabaretts der Komiker, Willi Schäffers, Nachwuchstalente sucht, bewirbt sich Frankenfeld und wird angenommen. Er spielt Sketche wie den Straßenverkäufer. Moment, den rennen Sie nicht vorbei. Beim Straßenverkäufer kaufen heißt die Hand am Puls der öffentlichen Bevölkerung. Herrschaften, jetzt bleiben Sie mal einen Augenblick stehen. Kinder, geht mal hier vorne weg hier. Meine Herrschaft, kommen Sie ein bisschen näher. Kommen Sie näher. Sie sehen sehr sympathisch aus. Der Meier ist gekommen, was? Frau Meier ist auch gekommen. Ja, das geht natürlich nur mit Meier, nicht wahr? Mit Müller können Sie das nicht machen. Man müsste sagen, der Müll ist gekommen. Also, Herrschaft, bleiben Sie einen Moment stehen. Das war der Werdegang von Peter Frankenfeld. Diese kleinen bis zu den großen Varietés. Da konnten Sie sich Ihre Routine holen. Dort haben Sie das Spielerische auch mit dem Publikum erlernt und wussten genau, wie setze ich Pointen, welcher Gag kommt an, welcher nicht. Und da konnte er sich ausprobieren. Frankenfelds Auftritte kommen an. Sein großes Bühnentalent wird sichtbar. Mit Schlagfertigkeit und Berliner Schnauze gewinnt er sein Publikum. Mit 26 Jahren hat sich Peter Frankenfeld in der Varieté-Szene einen Namen gemacht, als Conferencier, Zauberer, Kabarettist. Aber mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ändert sich die Stimmung in der Hauptstadt. Immer mehr oppositionelle Künstler verstummen oder flüchten aus dem Land. Viele landen in Konzentrationslagern. Peter Frankenfeld muss aufpassen, seine Witze können gefährlich für ihn werden. Auf der Bühne war für den Conferencier ein gefährliches Pflaster entstanden. Denn wir hatten in den großen Theatern, also hier im Scala in Berlin, Wintergarten Berlin, Kabarett der Komiker, immer zwei Herren in Uniform, die passten auf, dass unsere Konferenzen nicht gefährlich wurden und dass sie vor allen Dingen nichts Falsches unter das Volk trugen. Während einer Tournee mit Hans Albers erreicht ihn sein Einberufungsbefehl. Hans Albers lässt seine Beziehungen spielen, ohne Erfolg. In der Oldenburger Hindenburg-Kaserne lernt Frankenfeld salutieren und marschieren. Er hasst den Drill. Mithilfe seines Agenten erreicht der Schütze Frankenfeld schließlich die Versetzung zu einer Wehrmachtsunterhaltungstournee nach Frankreich. Er war natürlich keiner, der sich eine Uniform anzieht und der dann salutiert und gehorcht. Er war immer ein eigenwilliger Typ, er war immer ein Rebell. Ende 1942 wird Peter Frankenfeld zum Wehrmacht-Nachtkabarett Atlantis in Berlin abkommandiert. Sein Publikum, durchreisende Soldaten. Es soll, es muss, es wird gelacht werden. Und zwar laut, so die Parole des Wehrmacht-Nachtkabarettleiters Udo Fietz. Entweder um den Mund. Gut, stets nur zu einem herzlichen Gelächter. Doch Frankenfelds Witze gehen dem vorgesetzten Fietz zu weit. Er lässt die Gestapo wissen, Frankenfelds Ansagen seien von jüdischer Art und damit wehrkraftzersetzend. Ein Radiosketch wird ihm schließlich zum Verhängnis. Ja, ich habe jetzt also ein neues Rundfunkgerät gekauft und da sind also drei Knöpfe dran. Wenn ich hier drehe, kriege ich Köln, wenn ich hier drehe, kriege ich dann Leipzig und wenn ich hier drehe, kriege ich Zuchthaus. Weil es damals verboten war, ausländische Sender zu hören. Ganz gefährliche Pointe. Dann wurde er richtig eingezogen und man hat ihm wohl klargemacht, dass man von ihm erwartet, dass er an der Front also dann fällt. Peter Frankenfeld kommt an die Ostfront. Dort wird er zwei Wochen vor Kriegsende schwer verletzt. Eine Kugel hat ihn am Fuß getroffen, die Wunde entzündet sich.
Mit dem Lazarettzug kommt der Verletzte bis nach Marienbad. Dort kann er schon auf dem Operationstisch mit einem Kartentrick den Stabsarzt dazu bewegen, die drohende Amputation abzublasen, erzählt er später. Tatsächlich übersteht er die gefährliche Infektion. Er hat Glück gehabt. Dieses Gestohlene in der Uniform im Krieg, das formt einen Mann schon ungeheuerlich. Du wirst ein anderer Mensch und du behauptest dich besser. Das lernt man dabei auch. Und das konnte Peter sehr gut sich behaupten, Gott sei Dank. Im Mai 1945 sind die Amerikaner in Marienbad. Der Krieg ist zu Ende. Frankenfeld, der nur wenig Englisch spricht, wird Dolmetscher. Aber er lernt schnell. Schon bald tourt er durch amerikanische Clubs. Frankenfeld ist glücklich. Endlich hat er wieder ein Publikum. Seine beliebteste Nummer, er imitiert amerikanische Showmaster. Er hatte die amerikanischen MCs, wie die sich ja Master of Ceremony nennen. Die hatte er richtig studiert, die guten Amerikaner. Und die hatte er drauf. Denn die Amis, die haben gejohlt und die haben immer alle wiedererkannt. Nicht? Er war grandios. 1948 entdeckt das Frankfurter Radio Peter Frankenfeld. Er moderiert Radioshows mit Publikum und sein Frankfurter Wecker, eine morgendliche Musiksendung, wird zum Kult. Ich wollte jetzt etwas ansagen und möchte mich noch mal vorstellen. Mein Name ist Peter Frankenfeld, Deutschlands größter Humorist, hat einmal gesagt. Die großen Hallen waren ausverkauft, da gab es buchstäblich Straßenschlachten. Also die Leute haben natürlich nach dem Krieg, und das war etwas, was er gut erkannt hat, dass die Leute einfach einen unglaublichen Hunger hatten nach Lachen, nach ein oder zwei Stunden einfach eine unbeschwerte Zeit, etwas Angenehmes geboten bekommen. Aber Frankenfeld will mehr sein als nur Ansager von bunten Abenden. Er bezieht das Publikum ein, erfindet Gewinnspiele, verändert das gesamte Programm. Der amerikanische Einfluss auf seine Auftritte ist unübersehbar. Guten Abend, meine lieben Fernsehzuschauer zu Hause. Ich begrüße Sie herzlich. Bald werden die bunten Radioshows live im Fernsehen übertragen. Die Ursula haben wir da. Guten Abend. Heute Abend Peter Frankenfeld. Und die Menschen standen auf den Straßen vor den Schaufenstern und schauten in das Gerät, das da draußen im Laden war. Nicht? Und ganze Trauben. Da hatte Deutschland, glaube ich, 850 Geräte. Mit Frankenfeld ging das aber so nach oben. Ne? Dem müsste man eigentlich ein Mausoleum bauen. Für seine erste Sonntagabendsendung 1:0 für Sie zieht Frankenfeld im Januar 1954 das erste Mal eine karierte Jacke an. Sie wird zu seinem Markenzeichen. Seine Saalkandidaten findet er mit Hilfe der berühmten fliegenden Untertasse. Sie wird in den Saal geschossen und wer sie fängt, darf auf die Bühne. Die Zuschauer sind begeistert. Ich wollte die wirkliche Begegnung mit den Leuten aus dem Saal haben. Das heißt, mit den echten Besuchern des Saales. Die habe ich dann raufgehört. Ich weiß, dass, wie es in anderen Sendungen gehandhabt wurde, da waren also die Kandidaten dem Quizmeister bereits vorher bekannt. Ja, sie kamen ja auch schon geschminkt und gut angezogen auf die Bühne. Aber ich liebte diesen Zweikampf mit den Leuten, die direkt auf die Bühne kamen. Wir suchen einen Abenteuer. Das Konzept mit den Zufallskandidaten wird in verschiedenen Sendungen variiert. Pannen und Provokationen meistert Frankenfeld mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit. Jetzt haben Sie auf diese etwas kühn gestellte Frage, wer ist ein Abenteurer, haben Sie ja gesagt. Ja. Sie haben sich gemeldet. Mhm. Könnten Sie mir irgendein Beispiel Ihrer Abenteurerlust geben? Nee. Bitte? Nee, kann ich nicht. Meine Frau sitzt im Apparat. Niemals würde ich jetzt versuchen, in Sie zu dringen und herauszuforschen, ob Sie irgendwelche Abenteuer haben, die Sie irgendjemandem zu verheimlichen haben. Das nicht. Aber haben Sie irgendwo mal den Drang empfunden, etwas Wunderbares zu erleben? Denn nur unter diesem Vorzeichen können Sie ein Abenteurer sein. Ja. Ich wollte mal im Toto gewinnen. Das nenne ich ziemlich gezähmte Abenteurerlust.
Er sah sich ja als der große Unterhalter. Er wollte ja nicht als Prediger auftreten oder mit dem Zeigefinger. Nein, er hat manches auch auf Kosten des Publikums, auch seine Gags gemacht. Das hat man ihm ein bisschen verübelt, aber er hat gesagt, so bin ich halt. Bis zum nächsten Mal. Dieselbe Sendung, dieselbe Station, dieselben Witze. Wiedersehen. ...1955 trifft er die Schlagersängerin Lonny Kellner. Es ist Abneigung auf den ersten Blick. Ich habe dieses Mädchen eigentlich nie leiden können. Sie war eine Schlagersängerin, die zum Beispiel auf der Bühne stand und läppische Schlagerlieder sang. Und das ist nichts für einen Mann, der schon liest. Wahrscheinlich schämte er sich, dass sowas in seiner Sendung war. Und sagte sie dann an, sinngemäß, also sie hätten sich große Mühe gegeben, jemanden zu finden, der so einen Mist singt. Aber am Ende hätte man doch noch jemanden gefunden, der das übernimmt. Und das sei eben Lonny Kellner und sie hat ihn gehasst dafür. Lass mein kleines Herz in Ruhe, denn es fühlt genau wie du. Ein Zufall führt beide für eine Fernsehsendung wieder zusammen. Lonny las zu der Zeit gerade Sternstunden der Menschheit und er auch. Merkwürdiger Zufall. Ziehen bei das Buch raus, er sieht das, guckt sie an und sagt, ach, Sie können lesen? Ja, sagte sie auch oder soll sie ihm beibringen? Es geht bum-budi-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 
Zwischen den Auftritten bleibt nur wenig Zeit für das Familienleben. Die Ferien verbringt Frankenfeld gerne im Ausland. In den USA holt er sich Anregungen beim amerikanischen Fernsehen. Der schnelle amerikanische Humor, auch der trockene, manchmal etwas zynische englische Humor, das hat er sehr geschätzt. Und er ist gelegentlich in den USA gewesen, aber dann später regelmäßig auch in England. Und bei der Gelegenheit hat er ja den berühmten Silvester-Sketch Dinner for One, Freddy Frinton, den hat er ja dort entdeckt. Und den haben sie so günstig eingekauft. Den können sie Tag und Nacht spielen, ohne dass sie Rechte zahlen müssen. Schon seit einiger Zeit arbeitet Peter Frankenfeld an einem neuen Showkonzept. Einem Lotteriespiel mit Wohlfahrtsmarken zugunsten behinderter Kinder. Der Titel der Sendereihe Vergissmeinnicht. Er schickt sein Konzept an das gerade neu gegründete ZDF. Und der Sender greift begeistert zu. Am 9. Oktober 1964, einem Samstag um 20.15 Uhr, beginnt eine Erfolgsgeschichte, die dem ZDF ein Millionenpublikum beschert und bis zu 80% Einschaltquote. Er hat praktisch noch das große Publikum am Bildschirm zusammengeführt. Das war wirklich noch das große Lagerfeuer, an dem sich die Familie versammelte. Ein einmaliger Erfolg zum Einstieg, dass die Aktion Sorgenkind die größte Soziallotterie überhaupt in der Welt geworden ist. Es war enorm, was die an Bühnenbilder aufgebaut hatten. Unglaublich, er ist da mit der Kutsche reingekommen. Noch nie wurde im deutschen Fernsehen so viel Aufwand für eine Unterhaltungssendung betrieben. Frankenfelds Popularität ist auf dem Höhepunkt angelangt. Er ist der erste große Fernsehstar der Republik. Die Leute, die dann im Fernsehen groß waren, hatten einen Grad der Popularität, weil sie alleine waren, den man sich heute so nicht mehr vorstellen kann. Wenn dann jemand auf die Straße ging wie Frankenfeld und wurde erkannt, das hatte schon etwas, fast schon etwas Messianisches für manche Leute, die ihn vielleicht jahrelang gesehen haben, große Fans waren, wenn sie eines Tages vor ihm standen, die sind fast in Ohnmacht gefallen. Peter hat natürlich in dieser großen Zeit Narrenfreiheit gehabt. Der fuhr gegen Einbahnstraßen mit seinem Packard. Der hat also, ich weiß nicht, er konnte einfach alles. Es hat ihm keiner übel genommen. Da gingen wir zuerst zu einer Batteriefirma hin. Und er guckte sich die Batterien an. Sofort kam der Geschäftsführer und sagte, Herr Frankenfeld, welche Ehre, dass Sie zu uns kommen. Ja, darf ich vorstellen, meine Frau Lonny, Kellner kennen Sie ja sicherlich und so. Ja, weil interessieren Sie sich für Batterien? Sag mal, Lonny, wie sieht das aus? Brauchen wir eigentlich noch Batterien? Aber natürlich, Peter, brauchen wir Batterien. Du weißt, laufen die Uhren und das und jenes und so. Herr Frankenfeld, dürfen wir Ihnen vielleicht einen Kasten Batterien mitgeben? Nein, passen Sie auf, ich bin ja jetzt hier nur. Hier haben Sie meine Visitenkarte, Wedel-Holstein. Auf einer Messe, da hat die Lonny gesagt, Peter, schau mal, ist das ein entzückendes Porzellan? Ich glaube, das würde in unser Esszimmer passen. Da hat natürlich der Verkäufer, das hat sie so laut gesagt, dass man das hören konnte. Und in 0, nichts hatten sie das für 24 Personen schon fertig gepackt. Naja, ein paar Wochen später kam ich dann nach Wedel und dann sah ich, dass es, da standen dann 4, 5 Radios, 3, 4 Fernseher, Kiste Batterien, weiß ich was alles. Das war seine Popularität. Frankenfeld ist stolz auf das Erreichte. Die finanziellen Sorgen sind vorbei. Er fährt amerikanische Autos und besitzt eines der ersten Autotelefone. Im Garten gibt es jetzt ein Schwimmbad. Und im Haus haben sich die Frankenfelds ein eigenes Tonstudio einrichten lassen. Lonny und Peter können nun ihre Radiosendungen zu Hause aufnehmen. Radio war das Erste, was er gemacht hat. Und das war eine große Liebe, weil er da noch mehr Freiheiten hatte als beim Fernsehen. Er hat Sendeformen entwickelt, die es so in Deutschland nicht gab. Beispielsweise diese Peters-Bastel-Stunde. Peters-Bastel-Stunde ist, wie ich glaube, die Urform aller Nonsens-Sendungen, die später kamen. Diese Radiosendungen wurden viele Jahre lang hier im Hause produziert. Und er hat einen festen Stamm gehabt von sehr, sehr treuen Hörern. Und hier schließlich Peter Frankenfeld. Sie haben eine Beule am Kopf. Ja, das ist eben vor dem Studio passiert. Ich sehe plötzlich vor mir einen jungen Mann. Blendendes Äußeres,
Sehr sympathischer Typ. Ich gehe auf ihn zu und bums, renne ich in einen Spiegel. Sagen Sie mal, Herr Frankenfeld, stimmt das? Sie haben Othello geschrieben? Ja. Aber er hat nicht geantwortet. Und dann kam immer wieder dieses Spielerische bei ihm durch, nicht? Dieses Kindhafte bei ihm. Er war verspielt, war er. Auch zu Hause. Er hat auch mit der Lonnie gespielt, ne? Und wenn man zusammen war, der konnte auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde ruhig sitzen bleiben, nicht? Dann sprang er auf und ging rum. Dann ging er in den Garten und dann holte er irgendein Requisit und dann hat er einem irgendetwas vorgespielt oder vorgemacht. Nur eines kann Peter Frankenfeld nicht: verlieren. Er lud den Fritz Bentscher ein, weil er von dem gehört hat, dass er so sehr gut Billard spielte. Die beiden Herren verschwanden im angrenzenden Billardraum. Und nach ungefähr einer Stunde hörte man einen furchtbaren Spektakel auf dem Hof. Er stritt mit Herrn Bentscher, hat ihn rausgeschmissen, übel beschimpft. Es war natürlich so, dass er verloren hatte gegen Herrn Bentscher. Wir haben mal mit Vico Toiani gespielt und da hatte Vico verloren. Das fand er ganz toll, da freute er sich über. Er hat ja immer so mit den Schultern gelacht, der ganze Körper vibrierte. Wenn er hatte. Und dann hat er mal verloren und dann sagte er, ich glaube, es ist Schluss. Ich glaube, wir müssen was anderes jetzt machen. Hattest du nicht noch eine Probe angesetzt? Ja, also verlieren konnte er schlecht. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie aus der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden zur 31. Folge unserer Sendereihe Vergissmeinnicht. Ursprünglich nur für 4 Sendungen geplant, ist Vergissmeinnicht zu einem Selbstläufer geworden. Aber Ende der 60er Jahre verändert sich die Bundesrepublik. Die Studenten protestieren auf den Straßen. Für Frankenfeld beginnt eine schwierige Zeit. Sein derber Humor, sein flapsiger Umgang mit Menschen und Material ist nicht mehr zeitgemäß, sagen seine Kritiker. Und wir haben dann eine Situation gehabt, in der Systemkritik geübt wurde an den Unterhaltungssendungen, die so zweckfrei waren, an den Serien, die eine schöne Welt vortäuschten, die es nicht gab, und die der Meinung waren, man müsse die Unterhaltung auch dazu benutzen, den Menschen zu verändern. Das wird der erste Preis. Mehr haben wir nicht für Sie. Gucken Sie mal da rein. Doch Frankenfeld will sein Publikum unterhalten. Fern jeder Ideologie und fern jeden Anspruchs, die Menschen verändern zu wollen. Er hatte plötzlich die Redakteure gegen sich. Da kamen junge Redakteure, die dann das altbacken, was er macht. Außerdem hatte er gerade versucht, ein anderes Honorar auszuhandeln. Weil er sagte, schließlich müssen ja auch meine Ideen bezahlt werden. Frankenfeld ahnt nicht, dass sich etwas gegen ihn zusammenbraut. Schließlich ist Vergissmeinnicht noch immer eine der erfolgreichsten Samstagabendshows im deutschen Fernsehen. Bald soll die 50. Sendung laufen. Im Sommer 1969 wird Frankenfeld zu einem Treffen nach Mainz gebeten. Er glaubt, man will mit ihm über eine Vertragsverlängerung und die baldige Jubiläumssendung sprechen. Er ist vollkommen überrascht, als ihm ZDF-Programmdirektor Viehhöfer mitteilt, es gibt keine 50. Sendung, die Show wird abgesetzt. Ein Tiefschlag, der ihn völlig unvorbereitet trifft. Er war beleidigt und gekränkt. Er war richtig beleidigt und es tat ihm weh. Und er hat es auch gesagt. Ja, das gesagt. Das ist doch Schofel. Natürlich war es Schofel. Es war eine Demütigung. Es wäre für jeden in einer schwächenden Situation eine ungeheure Demütigung gewesen, wenn man hört, man ist nicht mehr gefragt, man ist antiquiert, weg damit, altes Eisen, Schrott. Jedenfalls ist das der normale Weg bei allen Trägern großer Unterhaltungssendungen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, naja, der ist auch nicht mehr so wie früher, der war auch schon mal besser.
Der hat sich abgenutzt, ja. Und dann stellt man fest, dass die Zahl der kritischen Zuschriften zunimmt und der Anrufe zunimmt. Und dann ist es einfach gut, wenn man dann einmal einen Star von der großen Bühne herunterholt, sich sozusagen erholen lässt. Er war sehr verbittert, nicht? Also man sprach ja damals immer vom Rauswurf, ob es nun ein Rauswurf war, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber das hat ihn natürlich schon geschmerzt. Und das waren ja nicht nur ein paar Wochen, sondern es war ein paar Jahre. Über 36 Millionen D-Mark hatte er mit Vergissmeinnicht für behinderte Kinder eingespielt. Jetzt muss er gehen. Jetzt wird mir erst richtig klar. Das ist also jetzt das Letzte, was wir mit Vergissmeinnicht zu tun haben. Die Sendereihe ist jetzt wirklich vorüber. Wo geht's auf? Hier? Tja. Am 16. April 1970 moderiert er die letzte Sendung. Eine große deutsche Fernsehkarriere wurde abrupt beendet. Und Peter Frankenfeld weiß nicht, wie es weitergehen soll. So, bitte Finger weg. Ich glaube, er hat dann auch sehr viel in sich hineingefressen, wie man so sagt. Das war eine Sache zwischen Lonny und Peter. Die haben sich dann gegenseitig gestützt. Am Tiefpunkt seiner Karriere ist Lonny sein ganzer Halt. Aber da trifft die beiden ein weiterer Schicksalsschlag. Es kam ein Anruf, meine Mutter ging ran. Und es war ihr Frauenarzt dran, der ihr sagte, das Ergebnis leider nicht gut sei und sie hätte Krebs. Und ich sehe noch meine Mutter, wie sie einen Schrei ausstößt und heulend wegrennt. Und mein Vater ist scheinbar nicht zusammengebrochen, er ist es aber im Inneren. Und ich habe dann in der Folgezeit, wenn er hier so saß und irgendwas gearbeitet hat, der Mann war eine leere Hülle. Dieser bärenstarke Mann, der alles konnte, war auf einmal unglaublich, man kann sagen, am Ende. Er ist zu meinem Mann gefahren, hat sich bei ihm ausgeweint wie ein kleines Kind. Er hat es einfach nicht glauben wollen, dass die Lonnie so krank ist und eventuell vielleicht nicht mehr wiederkommt. Wenn sie vor ihm gestorben wäre, hätte er es nicht überlebt. Er hat gelegentlich gesagt, dass er sich dann für diesen Fall vermutlich erschießen würde. Aber das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, dass dieser unglaublich disziplinierte Mann, der er war in seinem Leben, aufgehört hätte zu funktionieren. Er hätte aufgehört zu leben. Ganz einfach so. Und wäre einfach vor die Hunde gegangen. Lonny übersteht die Operation. Er holt sich an seiner Seite. Er hat Zeit für sie. Und da muss man auch sagen, hat er jahrelang hat er kleinere Brötchen backen müssen. Die große Show war weg. Das waren Einzelauftritte, die er hatte, die ihn sicherlich nicht befriedigt haben. Nicht? Der große Peter Frankenfeld spielt jetzt einen Sketch in irgendeiner Sendung. Danke schön, Peter. Danke dir. Was kommt jetzt? Ich meine, man merkt so wenig mehr von dir. Hast keine eigene Show mehr? Keine eigene Senderei, meinst du, hier in Deutschland? Nee. Du weißt nicht, was ich habe. Ich habe eine Sendereihe in Holland. Ich habe es nie irgendwo erzählt, dass mich das ärgert. Nur so gefragt, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen düpiert. Ich war unangenehm berührt davon. Ich habe das auch aber gleich gesagt, damit Klarheit am Tisch ist. Engagiere mich nie wieder für deine Show. Er kam mir vor, also wie ein Ruderer, den man aus dem Wasser nimmt, der im Grunde nicht mehr vorankommt und auch nichts mehr bewegt, aber trotzdem immer noch weiter rudert. Sozusagen im Zweck, wenn ich wieder gebraucht werde, bin ich im Training. Und genauso hat er es gemacht. Und eines Morgens kommt hier ein Anruf, da war schon ein paar Jahre dieser Vergissmeinnicht-Auswurf vergangen. Peter Gerlach, Herr Frankenfeld, wir würden gerne mit Ihnen eine neue Sendereihe machen. Und Peter sagte sofort, ich betrete Ihren Sender nicht mehr. Und er sagte, das brauchen Sie auch nicht, wir kommen morgen. Wenn Sie Zeit haben, wären wir um 11 Uhr da. Der neue ZDF-Unterhaltungschef Peter Gerlach will Frankenfeld wieder für das ZDF gewinnen. Peter Frankenfeld soll eine Wunschkonzert-Sendereihe moderieren. Er sagte, was, ich soll hier nur Musikwünsche erfüllen und nur Ansagen machen, das ist mir einfach zu wenig. Und
Dann sagte Peter Gerlach, du sollst natürlich auch Sketche spielen, du sollst mitwirken in den Operetten. Und dann funkte es bei ihm. Da hat er gedacht, mein Gott, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sie ist 2. Januar 1975. Peter Frankenfeld ist wieder da. Am Samstagabend zur besten Sendezeit. Ich nasse Augen. Guten Abend. Danke. Er schlug sofort wieder ein. Er schlug sofort wieder ein und als hätte man auf ihn gewartet. Und das hat ihn natürlich ja sehr glücklich gemacht. Dieses Haus, diese große Halle in Düsseldorf, war ausverkauft. Es sind verkauft worden 2106 Plätze. Die waren ausverkauft in 37 Minuten. Danke. Der Triumphzug mit Musik ist Trumpf, der war schon wirklich ganz enorm. Und man hat es auch gemerkt, wie er aufgeblüht hat, wie ihm das aufgeblüht ist, wie ihm das Kraft gegeben hat. Und er war wieder der alte Peter Frankenfeld dann. Langsam, Süßen, es kann passieren, wenn Sie sich... Ich wundere mich so, weißt, weil die doch so charmig ist. Na, die wird doch schon rot, wenn sie einen Ausziehtisch sieht. Wie viele Bierfenster verkaufen Sie eigentlich in einer Woche? Besser? Vier. Soll ich Ihnen mal sagen, wie Sie sechs Bierfenster verkaufen? Oh ja, gerne, gerne. Dann müssen Sie die Gläser immer schön voll machen, ja? Gut, 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 gut. Ich sagte es schon. Und jetzt und ruf mal die Mami und sag ihr, aber du darfst jetzt den Hörer, du darfst den Hörer nicht auf den... Hallo? Was hast du heute Nacht geträumt? Da waren 14 Frauen in meiner Wohnung. Alle waren nur halb bekleidet und die liefen von der Küche in den Korridor. Davon soll ich dich jetzt befreien? Nein, aber die sollen die Türen nicht so knallen. Für mich soll's rote Rosen regnen. Peter Frankenfelds Sketche und die Auftritte bekannter Schlagergrößen kommen beim Publikum an und machen auch Musik ist Trumpf zum Straßenfeger. Die Haselnuss, zwei, drei, vier, die Schublau, blau, Am 31. Mai 1978 wird Peter Frankenfeld 65 Jahre alt. Doch Udo Jürgens Vorhersage wird sich nicht erfüllen. Vielen Dank. Peter, hörst du mich? Udo, was ist? Ich habe eine ganz tolle Nachricht für dich. Eine ganz tolle Nachricht habe ich für dich. Raus damit, was ist? Ja, pass auf, also in einem Jahr fängt dein Leben erst so richtig an. Wusstest du das überhaupt schon? Ach, wie schön. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Heimlich haben wir uns unten getroffen nach der Vorstellung. Die Lonnie war hoffentlich im Bett, haben wir gesagt. Und da haben wir wie alte Tage, hat er gesagt, lass uns doch mal wie in alten Tagen Whisky miteinander. Mit den Hausschlappen sind wir runter im Dunkeln gesessen und haben unseren Whisky und haben von vergangenen Zeiten gesprochen. Weil er war viel zu klug, um nicht zu wissen, dass er sehr krank ist. Im September 1978 ist er zu Gast in einer Talkshow. So offen wie nie zuvor spricht er über sich und seine Lebensängste. Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, es ist wunderbar, auf den nächsten Frühling zu hoffen, wieder ein Jahr zu machen. Und da habe ich meinen Mann mal angestoßen. Ich sage, du guck mal, der hat zwei verschiedenfarbige Augenbrauen. Das gab es ja bei ihm nicht, dass er irgendwie sich jetzt hat schminken lassen oder was. Ich sage, das gibt's nicht. Die eine war weiß und die andere war dunkel. Und da habe ich gesagt, der hat bestimmt einen leichten Schlaganfall gehabt. Wissen Sie, dass es für mich ein richtiges Geschenk ist? Ein Jahr noch dran singen, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Und sich auch gleichzeitig zu mahnen, wenn man wieder jemanden durchstreichen muss im Kalender und sagen, Mensch,
die Einschläge kommen immer näher, immer dichter. Mein Mann hat dann zum Schluss gesagt, Vater, weißt du, das kommt mir vor wie ein Abschied. Da habe ich gesagt, ich sage, Quatsch, das ist doch kein Abschied. Ich sage, vielleicht wusste er nicht mehr, was er zum Schluss alles erzählen sollte. Manchmal ist das ja so. Nein, sagt mein Mann, das war für mich wie ein Abschied. Es war dann auch einer. Wenige Tage nach der Aufzeichnung bricht eine Viruskrankheit aus. Frankenfelds Immunsystem versagt. Monatelang liegt er im Krankenhaus. Aber über Weihnachten darf er nach Hause. Da machen Thomas und Lonnie eine bestürzende Entdeckung. Und es gab eine Sekunde lähmenden Entsetzens zwischen meiner Mutter und mir. Mein Vater liebte Kaviar, aber er leistete ihn, damit es was Besonderes blieb, ihn sich allenfalls zweimal im Jahr. Hat er irgendeine Suppe oder etwas gegeben? Und er griff plötzlich zu dem Glas mit Kaviar, hob einige Löffel heraus und tat sie in diesen Teller. Und dann goss er den auf mit Orangensaft und löffelte das Ganze aus. Und leider Gottes hat dann seine Fähigkeit, Rollen zu spielen, ihn umgebracht. Weil als meine Mutter und ich das bemerkten, riefen wir also den Neurologen an, der ihn ohnehin ja schon behandelt, und sagten, er hat offensichtlich einen Schlaganfall. Und mein Vater hatte es so satt, im Krankenhaus zu liegen, hatte es so unglaublich satt, weil er schon Monate da gelegen hatte, über 3 Monate. Er wollte nicht mehr dahin zurück. Und der Neurologe, der Professor, sagte, geben Sie ihn mir mal am Telefon. Und dieser Mann, dem also schon die Gesichtshälfte runterhing, der nicht mehr schreiben und nicht mehr lesen konnte, ging zum Telefon und führte ein völlig normales Gespräch. Und der Professor sagte, was erzählen Sie mir denn dann? So ernst kann es ja wohl nicht sein. Gucken Sie bei Gelegenheit mal vorbei. Am 4. Januar 1979 stirbt Peter Frankenfeld. Er wird in Wedel beerdigt. Tausende begleiten ihn auf seinem letzten Weg. Peter Frankenfeld, ein Arbeiterjunge aus Berlin-Friedrichshain, einfach und ehrlich. Wie sein Publikum, das sich in ihm wiederfand und das ihn dafür liebte. Und wahrscheinlich hat er selbst seinen himmlischen Richter zum Lachen gebracht. Die Wahrheit. Stimmt das alles, was Sie hier gehört haben? Ja, es stimmt so. Sie können übrigens Hein sagen, Herr Roth. Ist mein Vorname. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, kann sein. Ich war früher mal Portier in Eros Center. Vielleicht hatten wir da mal das Vergnügen. Nun kommen wir mal zur Sache. Sie gehen also zu Ihrer Freundin. Name? Den möchte ich nicht gerne sagen, weil meine Frau mit ihrem Glauben einen großen Ärger gehabt hat. Wegen ihrem Glauben. Wegen ihres Glaubens? Ja, die hat geglaubt, da im Kino der Pelzmantel, das wäre ihre gewesen. Und da hat sie einen großen Ärger gekriegt. Auch vor Gericht. Eine Frage mal, Herr Bitte, ja. Spiegelmann. Sind Sie eigentlich vorbestraft? Ja, natürlich. Ich bin doch kein Kind mehr.